Wir haben hier wieder einen Ausdruck gegeben, den wir vereinfachen sollen. Schauen wir uns den erst einmal an. Die Wurzel aus 8, das gibt irgendwas Ungerades, genauso wie die Wurzel aus 2. Also so kommen wir erstmal nicht weiter. Aber wir kennen ja unsere tolle Rechenregel, das heißt, wir schreiben dies einfach um. Also die Wurzel aus 8 geteilt durch die Wurzel aus 2 ist das gleiche. Also wir können ein großes Wurzelzeichen machen und darunter den Bruch schreiben. 8 halbe. 8 halbe, das können wir kürzen. Das heißt, wir hätten dann die Wurzel aus 4. Und die Wurzel aus 4, das ist die 2.